Gespräch mit Obersturmführer Wittmann, Eichenlaubträger, der heute seinen 138. Panzer abgeschossen hat und innerhalb von 20 Minuten 21 feindliche Kampfwagen abschoss. Ein Tiger gegen ein englisches Panzerregiment. Wittmann, Eichenlaubträger, der erfolgreichste Panzerkommandant, hat heute wieder eines seiner Meisterstücke geleistet. Obersturmführer Wittmann hat heute innerhalb von 20 Minuten 21 englische Panzer abgeschossen und dazu ein SPD-Bataillon versprengt. Mit einem Tiger ist er in den Feind hineingefahren und hat dieses Bravourstück vollbracht. Obersturmführer Wittmann sitzt jetzt hier auf dem Gefechtsstand der Division bei uns und er ist noch sehr abgespannt von der Härte dieses Kampfes. Obersturmführer, das war wohl der härteste Kampf, den Sie je gehabt haben. Ja, ich muss schon sagen, dass mir der Entschluss sehr, sehr schwer gefallen ist. Und noch niemals früher war ich dermaßen beeindruckt von der Stärke der verbarrenden Panzer. Ich wusste aber, dass es unbedingt sein muss und entschloss mich, in den Gegner hineinzustoßen. Das war also ein ganzes Panzerregiment, das da an Ihnen plötzlich vorbei wollte. Das war ein ganzes Panzerregiment. Dieses Panzerregiment hat mich überrascht. Ich hatte den Auftrag, mich in Gegend wie mir bereit zu halten, um eventuell angreifenden Gegner aus Nord-, Ost- und nordwestlicher Richtung. Ich war in meinem Gefechtsstand, habe gar nicht daran gedacht, dass man plötzlich Gegner auftauchen könnte. Hatte einen Führer zur Verbindungsaufnahme zu einer anderen vorne eingesetzten Einheit weggeschickt und wartete nun, bis dieser mit neuen Meldungen zurückkam. Da kam plötzlich ein Mann in meinen Gefechtsstand und sagte mir, Obersturmführer, da draußen fahren Panzer vorbei. Die sehen so komisch rund aus und ich glaube nicht, dass das Deutsche sind. Daraufhin ging ich sofort raus und sah Panzer in etwa 150 bis 200 Meter Entfernung vorbeirollen. Es handelte sich dabei um englische und amerikanische Typen. Gleichzeitig wurden diese Panzer von einem Schützenpanzerwagen-Bataillon begleitet. Ich kam überhaupt nicht mehr dazu, meine ganze Kompanie zusammenzufassen, sondern musste sehr schnell handeln, da ich annehmen musste, dass mich der Gegner bereits erkannt hat und mich in meiner Bereitstellung zu überfallen. Bin sofort mit einem Kampfwagen losgefahren, habe anderen Kampfwagen noch den Befehl gegeben, auf jeden Fall keinen Schritt zu weichen, sondern das Gelände hier zu halten. Ich fuhr heran an die Kolonne, habe die Engländer genauso überrascht wie sie, habe erst rechts aus der Kolonne zwei Panzer herausgeschossen, dann links einen, habe links umgemacht und habe mich in die Mitte des Panzerregimentes mit dem SPD-Bataillon gesetzt. Ich bin der letzten Hälfte entgegengefahren auf derselben Straße und habe dabei den Fahrern, die sämtliche Panzer mir entgegenkamen, abgeschossen. Beim Gegner entstand ein unerhörter Wirrwarr. Ich fiel dann rein bis in die Ortschaft hinein, kam ungefähr bis zur Mitte. Dort erhielt ich einen schweren Packtreffer. Mein Panzer wurde bewegungsunfähig. Ich schoss dann alles, was noch in der Umgebung war, kurzerhand zusammen. Funkverbindung hatte ich auch keine mehr, konnte also meine Kompanie nicht mehr führen. Meine Panzer kamen noch nicht hinter mir her, weil sie noch nicht so schnell fertig waren. Also standen Sie mit einem Tiger, diesem ganzen Regiment jetzt in dem Dorf noch gegenüber? Ich stand zunächst mit meinem einzigen Tiger, diesem ganzen Panzer- und Panzerschützenwagen, zurück gegenüber. Und waren völlig ungetarnt? Jawohl, ich war ungetarnt. Ich bin einfach die Kolonne entlang gefahren. Und Obersturmführer, Sie sagten noch, dass ein SPD-Bataillon, da haben Sie ihn auch reingefetzt und die sind dann auseinandergedreht. Jawohl, die kamen überhaupt nicht mehr weg von der Straße, die waren dermaßen überrascht, die sind haben die Flucht ergriffen, aber nicht mit Waren, sondern sind ausgepolt und ich habe während des Vorbeifahrens dieses SPD-Bataillon zusammengeschossen. Also so, dass man sagen kann, dass jeder Schuss auf den ersten Treffer sitzen musste? Jawohl, auf den ersten Treffer, im Fahren. Und das waren insgesamt wie viele Kampfwagen, Obersturmführer? Es waren 21 Kampfwagen, die ich dabei erledigen konnte. Und die Schützenpanzer waren dazu. Ich weiß nicht mehr, wie viele das waren. Das muss erst festgestellt werden. Jedenfalls, als ich dann diesen Packtreffer hatte, wurde mein Panzer bewegungsunfähig. Funken konnte ich auch nicht mehr. Und ich stand abgeschnitten von meiner Kompanie, mitten unter dem Tommy.
habe erst alles zusammengeschossen, habe mich entschlossen, dann auszuboden, habe meine Waffen mitgenommen, soweit wir sie tragen konnten, habe den Panzer nicht gesprengt, weil ich glaubte, dass wir wieder in den Besitz des Panzers kommen. Bin dann, habe mich durchgeschlagen zu einer Division, etwa 15 Kilometer, musste mehrmals feindliche Panzer umgehen und hätte Gelegenheit gehabt, sie im Nahkampf zu vernichten, hatte allerdings keine Nahkampfmittel und so musste ich schweren Herzens darauf verzichten. Also ich kam dann zur Division und habe sofort der Division gemeldet, ebenfalls meinem Korps gemeldet und daraufhin wurde ein Gegenangriff unternommen und der Gegner wurde vernichtet. Und somit war das Panzerregiment mit einem Schützenbataillon mit Masse vernichtet. Vernichtet worden durch einen Tiger und durch den erfolgreichsten deutschen Panzerkommandanten. Oberstumpfe, Sie haben heute Ihren 138. Abschuss erreicht.